Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 15. Mai 2019 nach tibetischen Astrologie. Die tibetischen Astrologen berechnen die Horoskopen genauso wie die indischen Astrologen. Es ist eine andere Berechnung, andere Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Sonne bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder im Grenzbereich, weil jetzt übergeht dann in Tierkreiszeichen Stier und beginnt eine neue Monatsthemen. Die Tierkreiszeichen Widder ist Feuerelement. Und dieses Feuerelement zeigt die Begeisterung. Und Widder steht für Neuanfang, für Neubeginn. Hier entsteht die Begeisterung. Wenn ich die klassischen griechischen Mythologie betrachte, dann gibt es eine Erzählung und diese Erzählung beschreibt, dass der goldenen Fell der Widder ist hier in diesem Tierkreiszeichen in ein Zauberwald versteckt und dieser Zauberwald hütet auch eine Drache. Aber die Argonauten holen diesen goldenen Fell. Und diesen goldenen Fell hat eine symbolische Bedeutung. Also bei jedem Neuanfang. Und das ist die Tierkreiszeichen Widder. Tierkreiszeichen Widder symbolisiert die Neuanfang. Brauchen wir diesen goldenen Fell, was nichts anderes ist als unsere Ausstrahlung. Und immer die Energie ist das Stärkste, mit was wir etwas beginnen, mit welchem Energie wir etwas starten. Das beschreibt Hermann Hesse so wundervoll. In jedem Neubeginn wohnt ein Zauber inne. Und so ist es auch. Und das ist dieser goldene Fell, was unsere Ausstrahlung symbolisiert. Und das heißt, wir Menschen haben ein Energiefeld und dieses Energiefeld umhüllt uns. Und dieses Energiefeld kommt von unserem Inneren. Das besteht aus Denken und Fühlen. Das ist unsere Ausstrahlung, das dehnt aus, das strahlen wir nach außen. Und diese Ausstrahlung, dieses Energiefeld hat eine wichtige Funktion. Das ist nämlich unsere Anziehungskraft. Und es gibt kosmische Gesetze, das sind die hermetischen Gesetze. Und die eine wichtigste Gesetz besagt, Gleiche zieht Gleiche an. Das, was ich ausstrahle nach außen, genau das ziehe ich auch an. Und hier diese ganze mythologische Geschichte der goldenen Felder wieder in diesem Zauberwald, das brauchen wir, diese Ausstrahlung, Gold. Und Gold symbolisiert die Sonne, das ist Sonnenenergie. Und Sonne hat einen Bezug zu unserem Selbst. Und das, was die Widder uns erzählt, das, was wir von Tierkreiszeichen Widder lernen können. Und jetzt bewegt sich Sonne im Grenzbereich zwischen Widder und Stier. Und wenn wir diese Energiefeld haben, diese Anziehungskraft, dann manifestiert sich. Und das, was die Stier zeigt, Stier ist Erdeelement und das ist schon die Realität. Und Stier zeigt die Besitz. Alles, was für uns wertvoll ist, sollen wir in Besitz nehmen. Und das ist nicht immer Materie, sondern das kann auch
Erfahrungen, sein Ideenreichtum. Das ist auch Besitz und ist auch wertvoll. Und hier in diesem Grenzbereich bewegt sich die Sonne und genau hier in diesem Grenzbereich befindet sich das goldene Tor der Ekliptik. Und dieses goldene Tor wird sich von Hyaden und Plejaden gebildet. Die Hyaden und die Plejaden sind die Töchter von Atlas. Die Hyaden sind die sieben Geschwister und die Plejaden sind die sieben Geschwister und die sind Halbschwester. Und das sind die Regengeschwister, so nennt man die auch, weil sie verkünden die Regenzeit. Und das sind Tränen. Und genau das erzählt uns das Märchen Frau Holle. Weil wenn wir etwas beginnen, egal was das ist, eine neue Arbeit oder ein neuer Wohnort oder eine neue Beziehung, wenn wir in einen Neuanfang sind, das ist wieder Energie. Erstmal kommt die Feuerelement, die Begeisterung. Dann erzählt die Geschichte, wir brauchen die Ausstrahlung, diese goldenen Fell der Widder. Dann sind wir schon ausgerüstet und dann übergehen wir auf den Stier, übergehen wir auf die Erde-Element und das ist schon die Realität, die Taten. Aber wir müssen durch diesen Tor und das zeigt Frau Holle. Was passiert dann? Werden wir unsere Ziele erreichen, ja oder nein? Das hängt mit unserer Einstellung zusammen. Sind wir die Goldmarie im Leben oder sind wir die Pechmarie im Leben? Sind wir die Gewinner oder die Verlierer? Woran glauben wir? Das hängt mit unserer Einstellung und mit unserem Glauben zusammen. Und genau das ist die Orientierung und unsere Sonne ist gerade hier zwischen Widder Stier in diesem Bereich, wo die Plejaden und die Hyaden befinden und jetzt brauchen wir die Einstellung und unserem Glauben. Und glaub mir, Glauben versetzt Bergen. Glauben an uns selbst, Glauben an unserem Vorhaben, Glauben an die Liebe und natürlich Glauben an Gott, das ist göttliche Energie. Und so können wir orientieren. Und das, was die Sonne zeigt, Sonne steht auch in Verbindung zu unseren Augen, da die Augen öffnen und orientieren. Merkur, Venus, Uranus ist auch im Widder. Bei Merkur-Einfluss haben wir Gespräche, Kontakte, Termine, Verträge und hier bewegt sich einiges. Bei vielen Menschen bedeutet auch das Neuanfang. Bei Venus-Energie handelt es sich um die Liebe oder Kreativität. Und bei vielen ist es auch ein Neuanfang. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Das kommt immer wie ein Blitz, unvorbereitet. Und das kann auch bei vielen Menschen, besonders diejenigen, die wieder betont sind, ein Neuanfang bedeuten. Dann bleiben wir noch im Feuerelement. Bei Schütze. Bei Schütze bewegt sich gerade Saturn und Pluto, außerdem Ketu. Ketu ist der Drachenkörper. Wir haben im Horoskop eine Drache. Diese Drachenfigur erscheint überall in Mythologie. Auch bei goldenen Felder wieder. Die Zauberwald wird auch von einer Drache bewacht. Wir haben im Sternenhimmel auch ein Sternbild, wo Drache heißt. Also wir haben auf jeden Fall immer wieder mal mit einer Drache zu tun. Aber damit diese Drachenenergie wir verspüren, und das ist schon Kraft, müssen wir die Ängste bewältigen. Und das, was die Drachentöter uns auch zeigt, das hat auch eine symbolische Bedeutung. Von Angst befreien. Dieser Drachenkörper oder absteigende Mondknoten in indischen Astrologie nennt man das Ketu, das zeigt die Vergangenheit. All das, was wir schon erlebt haben in früheren Leben, das Gesamte.
Und das aktiviert jetzt Themen, was wir verbinden können mit Schütze. Reisen, Ausland, Auslandskontakte, Orientierung und auch religiösen Themen. Das sind die Thematik, was hier aktiviert wird. Und da kommen jetzt die karmischen Erinnerungen. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma. Saturn hat schon was mit Karma was zu tun und zeigt uns auch unsere Lernaufgabe. Saturn ist gerade rückläufig und diese Rückläufigkeit aktiviert auch Vergangenheit. Oft karmischen Themen, was wir in früheren Leben erlebt haben. Saturn befindet sich exakt auf diesem Knoten. Auf diesem karmischen Knoten. In diesem Bereich findet sich die Finsternissen auch statt. Ich will damit nicht sagen, dass das finster ist, aber geheimnisvoll. Pluto ist auch rückläufig. Pluto hat mit dieser Rückläufigkeit auch was mit Vergangenheit was zu tun. Oft all das, was wir in früheren Leben erlebt haben. Pluto mit dieser Rückläufigkeit nähert sich auch zu diesem Knoten, befindet sich schon im Wirkungsbereich, im Orbis, aber exakt wird das nächste Monat sein, aber wir spüren auch die Pluto-Energie und Pluto zeigt alles oder nichts. Konzentriere auf dem Wesentlichen, alles verabschieden, was im Weg steht. Falsche Einstellung, falschen Glaubenmuster, falschen Gewohnheiten, falschen Freunde, einen falschen Weg oder Angst. All das, was uns hindert im Leben, davon befreien. Mond bewegt sich im Jungfrau. Jetzt kommt die Erde-Element. Ja, in den vergangenen Tagen fehlte die Erde-Element, Mond aktiviert durch den Jungfrau die Erde-Element. Jungfrau steht für Heilung, Ordnung, Reinheit. Und das verspüren wir auch. Außerdem zeigt Bescheidenheit und Geduld. Und das, was wir verspüren, wie wichtig das ist, etwas bereinigen, etwas klären, etwas in Ordnung bringen. Dieses Mondhaus, wo Mond sich gerade bewegt, das ist die Mondhaus Hasta und das bedeutet übersetzt Hand und Handlungen. Also Mond aktiviert bei uns diese Energie des Handels und wird dieses Mondhaus von Windermiatrix bestrahlt. Dieser Stern Windermiatrix wurde bei Römer verehrt. Und steht in eine enge Verbindung von Weingott Dionysos. Natürlich kommt das vom Griechischen, aber die Römer haben vieles übernommen. Also diese Windemiatrix ist eine Frau und sie ist die Weinleserin und zeigt, etwas trägt Früchte. Und auch wie wichtig das ist, die Lebensfreude, den Tag genießen oder ein Fest. Vielleicht mal einen Schluck Wein, nicht viel, aber das gehört auch zum Lebensfreude. Etwas genießen. Jupiter bewegt sich in Skorpion und das ist Wasserelement und das hat mit unserem Unbewussten was zu tun, mit unseren Gefühlen was zu tun. Und Jupiter zeigt hier den Weisheit. Unserem Gefühlen transformieren und das zeigt die Skorpio. Das ist die Kundalini-Energie, wie wir befreit sind von Ängsten und übergehen auf die Begeisterung und Liebe, wie sich das alles wandelt und steigt nach oben wie Phönix aus der Asche. Unser Planet Erde bewegt sich im Waage und aktiviert wagene Themen und genau das manifestiert sich gerade. Dazu gehört inneren Gleichgewicht, Gerechtigkeit oder etwas ausgleichen, vergleichen, ausbalancieren, etwas verschönern, etwas in Harmonie bringen oder Kunst, Kreativität und auch Liebe, Partnerschaft. Neptun lässt unsere Träume wahr werden, vorausgesetzt ist, wir glauben daran.
Und hier im Wassermann bringt uns zum Ideen, das ist die Ideenreichtum, die Fantasie ist gerade grenzenlos und das dürfen wir erlauben. Mars bewegt sich in Zwillingen. Natürlich gibt für Männer das die Leichtigkeit, das Spielerische, eine gewisse Neugier und viel Gesprächen, Kommunikation, Handlungen. Und hier bewegt sich dieser Drachenkopf, Rahu, dieser aufsteigende Mondknoten und genau das, was wir nicht kennen. Weil das fehlt. Und das bedeutet, die beiden Mondknoten zusammen sind eine Drache. Aber die Kopf wurde abgeschnitten. Und wir kennen den Körper, das ist hier Ketu, aber wir kennen den Kopf nicht. Und die Seele sucht das. Dieser Mondknoten bewegt sich auch. Also dieses Jahr und nächstes Jahr ist Ketu noch im Schütze und Rahu in der Zwillinge. Und da haben wir, oder Rahu zeigt die Richtung zur Zeit brauchen wir die Zwillingsenergie. Und weil Mars gerade hier bewegt, die Männer spüren das sehr intensiv, die suchen etwas und sie wissen nicht was. Und die Zwillingenergie zeigt ein höheres Bewusstsein, mehr Leichtigkeit, Kontakte, Gespräche, kleinere Veränderungen, Bewegung, das was hilft, das was befreit, auch die Luftelement befreit, jetzt auch die Männer, das bedeutet endlich aufatmen oder mehr Freiraum, brauchen sie auch zurzeit, aber die suchen die Richtung. Und das kann ich jetzt nicht konkret sagen, was das ist, weil das bei jedem Geburtshoroskop anderes. Jeder Mann sucht die Richtung, wo im Geburtshoroskop die Zwillingen befindet. Die Themen, die Lebensbereiche, diese Lebensbereiche. Und das ist natürlich individuell. Jetzt noch die Verbindungen. Mond steht mit Uranus in einer Verbindung und diese Verbindung nennt man in Fachsprache Quinkungsaspekt. Und das könnt ihr so vorstellen. Es ist ein Pendel und dieser Pendel ist unbeweglich. Und jemand fragt, ihr sollt beschreiben, in welche Richtung wird diese Pendel ausschlagen. Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht so, vielleicht so, vielleicht bewegt sich überhaupt nichts. Und dieses Gefühl haben wir heute. Und das ist der Mond, was unseren Gefühlen aktiviert und Uranus zeigt die Themen. Bei Uranus Einfluss handelt sich um Veränderungen. Entweder kommt ein unerwartetes Ereignis und wir wissen nicht, damit umzugehen. Soll ich nicht, vielleicht ist es gut, vielleicht doch nicht. Oder wenn es um Veränderungen geht, und bei Uranus Einfluss kann das größeren Veränderungen sein, dann entsteht dieses Gefühl, ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich das doch tun, vielleicht doch nicht. Ja, keine Ahnung. Und das aktiviert diese Verbindung in uns. Mars und Venus steht in einer sehr schönen Verbindung. Das ist Liebespaar, Aphrodite und Ares, Mars und Venus. Und das ist eine sehr schöne Liebesenergie. Merkur nähert sich zu einer Verbindung zum Neptun. Es ist eine schöne Verbindung. Für Künstler ist es wundervoll, weil sie haben jetzt Chancen, Gespräche führen, einen Vertrag unterschrieben, handeln, zum Beispiel eine Ausstellung organisieren. Also das ist für Künstler auf jeden Fall mal Glück. Oder wenn jemand hat eine Vision, eine Vorstellung, einen Traum, zum Beispiel möchte jemand gerne, dass der Traummann wieder schreibt, dann kann ich sagen, es nähert sich in den kommenden Tagen
kommt dieser Nacken. Es ist eine schöne Verbindung. Und noch die tibetische Astrologie. Die tibetische Astrologie sagt, die heutige Tagesenergie ist ein Aufschwung. All das, was wir heute starten, beginnen, das kommt, das vermehrt sich, da kommt ein Aufschwung. Wir haben heute diese Energie. Diese Zahl 1 und nochmal 1 bedeutet selbst handeln, zu uns selbst stehen, unsere eigenen Meinung vertreten, die Selbstdarstellung. Und die Elemente sind auch sehr wichtig, Holz- und Wasserelement, intuitiv handeln, kreativ zu sein. Und das entspricht einem langsamen Wachstum, ein Aufschwung, genau. Und dieser Bild zeigt die Ast, wo er sitzt, das ist auch dann wieder die Holzelement und Erdeelement, ein Wachstum, aber auch Sicherheit, Stabilität, steht auch für Materie in Verbindung. Das ganze Kleid strahlt das auch aus, wie wichtig das ist. Sicherheit, Stabilität, Struktur und dann kommt auch die Wasserelement dazu, ein bisschen Feuerelement, also intuitiv handeln, auf die Gefühle achten und aber auch mutig zu sein und handeln. Wir werden charmante Menschen begegnen oder haben wir selbst diese Ausstrahlung. Wir haben klare Ziele und wir verfolgen unsere Ziele. Wir haben heute die Feingespür und können gut anpassen auf die Situation. Wir haben kluge Entscheidungen, strategisch denken wir, überlegen wir etwas. Öffentlichkeit ist auch sehr wichtig. Haben wir dieses Bedürfnis, andere zu beeindrucken oder jemand ladet uns ein, also Gastfreundschaft ist heute auch gefragt oder wir sollen jemand einladen und es sind schöne Abende oder schöne Begegnungen und heute ist auch möglich, dass wir einen guten Rat bekommen. Diese Tagesenergie steht in Verbindung mit dem Jahrgängen 1924 oder 1984 Geborenen. Und hier ist die Glückszahl 4 im Erdeelement, wenn wir etwas in Ordnung bringen, wenn wir dafür sorgen, dass das Stabilität kommt und etwas bekommt Struktur. Die wesentliche, wo wir konzentrieren sollen, die Fokus ist die Zahl 7 in Feuerelement und das heißt Chancen, Möglichkeiten sind da. Jetzt nicht einschlafen, diese Chancen, auch nicht davonlaufen, sondern wirklich aktiv sein und schnell sein. Und die Schicksalszahl ist die Zahl 1 im Metallelement. Klare Entscheidungen treffen, selbst die Entscheidungen treffen, selbst die Zügel im Hand zu nehmen. Wie ich hier oben auch die Zahl 1, das zeigt natürlich Neuanfang, die ersten Schritt, aber symbolisiert auch unserem Selbst. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit aus? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern, verbessern unserem Leben. Und genau diese Sprache, was unserem Körper zeigt, sollen wir auch verstehen. Diese Aufnahme, diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit. Was will diese Krankheit mir sagen? Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@
Dendera Susanna Medici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Anschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.